Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Autophilou-Fans aus meinem Vorgarten. Heute möchte ich euch ein paar zusätzliche Infos und Tipps und Tricks geben zu den beiden Wallboxen, die ich mir kürzlich installiert habe von Heidelberg. Ihr findet die Story, falls ihr es noch nicht gelesen habt, verlinkt in der Video-Description, Videobeschreibung unten. Und ich zeige euch kurz mal die beiden Wallboxen. Ihr seht auch schon, es hängt derzeit gerade ein Nissan Leaf an einer der beiden. Hier haben wir eine davon, das ist die Energy Control, das ist die intelligentere von den beiden, dazu später mehr. Und hier die sozusagen die unintelligente Wallbox, Home Echo genannt. Hier der Leaf, der gerade lädt. Und eines gleich vorweg, bevor ich jetzt mit meinen Tipps und Tricks anfange. Wenn ihr eine der beiden wollt, beziehungsweise ich glaube die Energy Control ist es, die intelligente, dann solltet ihr sie früh bestellen, denn Wartezeit 3 Monate. So geht es aber nicht nur Heidelberg, sondern ich habe es auch schon von ABL. Das ist auch ein deutscher Ladestationshersteller, habe ich es auch schon mitbekommen. Dauert es auch 3 Monate, bis ihr sie tatsächlich habt. Und auch ich habe mir eine zweite bestellt. Warum? Sage ich euch nachher. So, wir fangen an mit Tipp Nummer 1, dem richtigen Werkzeug. Also, wer die installieren will, so eine Ladestation, der sollte grundsätzlich über dieses Werkzeug verfügen. Zum einen einen Spannungsprüfer, um zu schauen, ob die Stromleitung auch tatsächlich spannungsfrei ist. Dann ein paar Zangen natürlich, Seitenschneider-Kombizange. Hammer mit Nagel ganz wichtig, um die Löcher, die dann gebohrt werden, vorzufixieren, damit euch der Bohrer nicht aus der Reihe tanzt. Natürlich eine Bohrmaschine mit den richtigen Steinbohrern in der richtigen Größe. Dann das Befestigungsmaterial, das liefert Heidelberg nicht mit, weil sie ja den Untergrund eurer Wand nicht kennen. Und dann die Schraubendreher. In meinem Fall, ich habe Kreuzschrauben verwendet, einen Kreuzschraubendreher. Und um die Ladestation zu öffnen und zu schließen, Torx, ein Torx-Set. Und ihr habt ja auch gesehen, ich habe die Edelstahl Stähle auch verbaut, also diese Säule. Und für diese Säule braucht es noch dickere Schrauben, nämlich 10er Schrauben. Und ganz wichtig auch die Wasserwaage, in dem Fall übertrieben lang, aber ihr wollt ja, dass das Ganze in Waage hängt. Und natürlich braucht es auch einen Maßstab, denn hier gibt es gewisse Größen. Die ist an 3 Punkten befestigt, diese Wallbox. Es ist leider keine Bohrschablone dabei, das ist ein wenig schade, denn die Wallbox hat 8 Kilo in Summe und die muss man dann hinhalten, um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Das heißt, ihr solltet zu zweit sein, denn schlussendlich soll sie auch in Waage hängen, die Wallbox. Und was ihr nicht machen sollt, nicht so wie ich hier, die Wallbox sollte mindestens Unterkante 1,20 Meter hängen und ich habe sie hier viel zu niedrig montiert, es ging aber nicht, ich wollte die Fassade vom Haus nicht beschädigen. Und damit, also wenn das richtige Werkzeug vorhanden ist, ein weiterer wichtiger Tipp, Tipp Nummer 2, das Wetter. Ihr solltet das Wetter beachten, denn wir sind mitten im Winter und bei Minusgraden oder Graden um den Gefrierpunkt zu arbeiten, ist tatsächlich nicht angenehm und vor allem solltet ihr auch bedenken, dass ja die Kabel einen gewissen Querschnitt haben, auch dazu später mehr, und die dann extrem steif sind, also die sind nicht so flexibel wie gedacht. Ja, dann kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 3, ist das jetzt, glaube ich, und zwar dem Anschließen selbst. Ihr solltet unbedingt sicher gehen, dass hier abgeschaltet ist, die Sicherung für die Ladestation, und eigentlich gehört sie auch gegen Wiedereinschalten gesichert, also hier etwas drüber geklebt und dann mit dem Spannungsprüfer die Adern prüfen, ob die Leitung wirklich stromfrei ist. Dann, wenn ihr sie installiert habt, angeschlossen habt, die Ladestation, dann sollt ihr vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt den richtigen Strom einstellen. Ihr seht hier drinnen dieses kleine Rad, das habe ich im Artikel auch nicht geschrieben. Hier lässt sich die Stromstärke einstellen in Stufen von 6 bis 16 Ampere.
und damit bekommt ihr dann 16 Ampere, bekommt ihr dann die 11 kW Ladeleistung, die uns diese Wallbox verspricht. Ja, und die richtige Leistung gehört natürlich eingestellt, weil euch sonst die Sicherung um die Ohren fliegt. Und wer auch zwei Ladestationen betreibt, so wie ich, der sollte unbedingt die Hauszuleitung checken. In meinem Fall sind das nur 15 kW und somit darf ich die beiden Ladestationen nicht betreiben gleichzeitig, also nicht zweimal 11 kW ziehen. Das wäre zu viel. Das ist auch der Grund, warum ich die zweite intelligente Ladestation Energy Control bestellt habe. Aber auch ich warte jetzt 3 Monate darauf. Und wie gesagt, deshalb ist es ganz wichtig, die Ladeleistung einzustellen, die richtige. Und damit habe ich auch gleich Tipp Nummer, ist es 4 oder 5, keine Ahnung, für euch. Die Kabeldicke. Wählt den richtigen Kabelquerschnitt. Bei 11 kW sind es mindestens 2,5 Quadratmillimeter, die vorgeschrieben sind. Wer es aber neu legen lässt, so wie ich hier, sollte im besten Fall gleich 4 Quadrat legen. Das hier sind 2,5. Im Haus normal sind 1,5. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr die Phasenreihenfolge beachtet. Hier ist der Nullleiter blau ganz oben, dann schwarz-braun-grau. Es könnte auch braun-schwarz-grau sein. Das ist je nach Haus unterschiedlich. In meinem Fall, die Wallbox hat der Elektriker installiert, deshalb weiß ich, dass die Reihenfolge so gehört. Ja, damit kommen wir zum nächsten Tipp. Und zwar bedenkt, falls ihr so wie ich zwei intelligente Ladestationen betreiben wollt, dass ihr das richtige Kabel dafür vorseht zur Kommunikation. Die kommunizieren meistens über einen Bus. In dem Fall ist der noch nicht angeschlossen, der Bus, aber ihr seht das Kabel schon hier vorbereitet. Das ist ein normales Internetkabel, würde ich sagen. Hier funktionieren Kabel ab Cat6e. Ich habe hier ein Cat7 verbaut und das geht auch zur zweiten Ladestation. Hier. Aber wie gesagt, ich kann das Ganze noch nicht anschließen, da die zweite Ladestation, intelligente Ladestation, erst kommen muss. Und warum überhaupt macht eine zweite intelligente Ladestation Sinn? Nun ja, in meinem Fall ist es ganz einfach. Ich habe hier Platz und ich würde gern einfach zwei Autos gleichzeitig laden können. Ich hätte gern die Chance. Und zum Zweiten ist es günstiger, eine zweite intelligente Ladestation zu kaufen. Die gibt es momentan ab 790 Euro. Macht Sinn, die zu kaufen, denn bei den Wiener Netzen würde ich, wenn ich um weitere 11 kW aufstocken möchte, den Hausanschluss, müsste ich mindestens 2600 Euro zahlen. Noch dazu kommt, dass ich wahrscheinlich die Haussicherung stärker machen müsste. Also da sprechen wir sicher von um die 3000 Euro, die ich mehr zahlen müsste. Und da macht es natürlich Sinn, einfach zwei intelligente Ladestationen zu nehmen, die sich dann die Ladeleistung untereinander aufteilen. Dann auch noch ein weiterer Tipp. Kauft euch doch oder installiert einen Zähler, einen Stromzähler, dann wisst ihr, wie viel Strom euer Auto konsumiert. Ich hoffe, man kann das hier lesen gerade. Die gibt es ganz günstig, schon ab, ich glaube, 30 Euro. Es gibt auch teurere ab 80 Euro, die man dann immer wieder auf Null setzen kann. Die schaltet man einfach zwischen die Sicherung und die Wallbox. Und ihr seht, die eine, die gerade lädt und die zweite, die gerade stromlos ist. Ja, liebe Autofilu-Fans, das waren meine Tipps zur Installation einer Wallbox oder zweier Wallboxen. Ich hoffe, sie haben euch geholfen und gefallen. Lest doch gerne den Artikel, wie gesagt, verlinkt in der Videobeschreibung und lasst mir doch einen Daumen hoch da oder abonniert gerne den Kanal, wenn euch das gefällt. Ich werde ein weiteres Video machen, wenn die beiden Wallboxen vernetzt sind miteinander. Bis dahin, macht es gut, euer Raphael.